Professionelle und schnelle Bildbearbeitung auf dem Smartphone. Die App Adobe Lightroom heute im App -Check. Instagram, Facebook, Snapchat und Co. Social Media lebt von guten Bildern. Aber mal ehrlich, die bereits vorgefertigten Filter von zum Beispiel Instagram, die kann doch keiner mehr sehen. Jeder benutzt sie und wirklich professionell sehen sie auch nicht aus. Wer sich also von der Masse abheben will, der muss auf eine professionelle Lösung zurückgreifen. Hier ist Adobe Lightroom. Photoshop ist dir wahrscheinlich ein Begriff. Lightroom stammt aus der gleichen Software-Schmiede, nämlich aus dem Hause Adobe. In Sachen Bildbearbeitung ist Lightroom bei Fotografen anerkannter Standard, bei Laien allerdings noch recht unbekannt. Was bietet ihr nun Lightroom? Neben den gängigen Helligkeits- und Farbkorrekturen kannst du mit Hilfe von kleinen Beauty-Retuschen deine Porträts etwas aufhübschen, deine Fotos allgemein in Fotobibliotheken organisieren. Und deine Kreation direkt über die App auf allen gängigen Social Media Plattformen teilen. Genug geredet, wir schauen uns die App jetzt an. Ja, öffnet man die App, gelangt man zur Startseite. Hier erhältst du Zugriff auf eine Reihe Tutorials, die die Verwendung anschaulich erklären. Zum Beispiel erfährst du, wie Schwarz-Weiß-Porträts erstellt oder Makroaufnahmen, also Fotos besonders kleiner Detailaufnahmen, optimiert werden. Schritt für Schritt führt dich jedes Tutorial durch die Bildbearbeitung und zeigt grundlegende Funktionen wie Objektivkorrektur, das Bildausschnittswerkzeug und vieles mehr. So ist die App auch besonders für Leute hilfreich, die noch keinerlei Erfahrung mit Bildbearbeitungsprogrammen gesammelt haben. Zurück auf der Startseite wollen wir nun eigene Fotos bearbeiten. Dafür öffnen wir die Bibliothek, in die wir davor unsere Fotos importiert haben. Öffnen wir ein Foto, startet der Bearbeitungsmodus. Hier unten sehen wir die gängigen Werkzeuge wie Reparatur, Zuschneiden, Licht und so weiter. Oben rechts im Menü kann auch noch das Histogramm angezeigt werden. Dies ist vor allem für die korrekte Belichtung des Fotos ganz nützlich. Obwohl Lightroom eher für die professionellere Bildbearbeitung und Korrektur gedacht ist, gibt es auch eine Reihe von vorgefertigten Filtern, mit denen du auch ohne Profi-Know-how direkt durchstarten kannst. Im Kreativordner sind auch Filter vorhanden, welche an diejenigen von Instagram, Snapchat und so weiter erinnern. Sehr praktisch ist auch die Teilenfunktion. Hast du das Foto fertig bearbeitet, kannst du es direkt für alle Social-Media-Apps freigeben, die auf deinem Smartphone installiert sind. Ein weiteres Highlight ist die Lightroom-Kamera. Hiermit kannst du das Bestmögliche aus deiner Kamera herausholen und zum Beispiel die Belichtung manuell einstellen. Grundsätzlich ist Lightroom kostenlos, möchtest du allerdings die Bilder auch mit deinem PC synchronisieren, musst du upgraden, wofür dann Kosten anfallen. Lightroom ist für Android und iOS im App und im Play Store verfügbar. Also, wer einen Step weiter gehen will und seine Fotos zu noch professionellen Bildern gestalten möchte, ist mit Adobe Lightroom definitiv nicht falsch. Das war es soweit von mir und wir sehen uns das nächste Mal wieder zum App-Check.